Bei Spaghetti, das haben wir ja jetzt gelernt. Dankeschön, Christian. Spaghetti sind die Gamescom-Futter. Das Gamescom-Futter. Ja, einige haben sich auch für die Gamescom-Zeit eine Privatwohnung mit Kumpels gemietet. Geht auch außerhalb von Köln. Um die Unterkunft hat sich der junge Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen, nämlich rechtzeitig gekümmert. Aber er hat noch eine Mission. Tim ist Student, studiert Game Design. Er schaut sich auf der Gamescom nicht nur die neuesten Spiele an. Er schaut sich dabei auch nach einem Job um. Zocken, daddeln, ballern. Auf der Gamescom können Fans jetzt die allerneuesten Spiele ausprobieren. Aber nicht für alle Besucher ist die Gamescom ein reines Vergnügen. Ich bin Tim Gittfried, Game Design Student aus Stuttgart. Und meine Mission hier ist es, einen Praktikumsplatz zu finden. Als erstes steht für Tim die Pressekonferenz von EA an. Pflichttermin, wenn einer der größten Spielehersteller seine neuesten Games vorstellt. FIFA 16, Star Wars Battlefront. Eine Hochglanzshow mit Tanzeinlagen. Das Ganze auch live im Internet. Jobs hat die Computerspieleindustrie allemal zu bieten. Und Geld. Über 3 Milliarden Euro Umsatz wird mit Games pro Jahr allein in Deutschland gemacht. Tim würde sich erstmal mit einem Praktikum bei einem Spielehersteller zufrieden geben. Als Game Designer hat er auch die Aufgabe, die Charaktere eines Spiels zu entwickeln. Für Tim mit das Wichtigste an einem guten Game. Also es gibt Spiele, bei denen weinen die Spieler, weil es einfach so emotional ist. Es ist emotionaler als jeglicher Film, weil man halt mit dem Charakter interagiert. Und sobald man mit dem Charakter interagiert, hat man eine persönliche Verbindung dazu. Bei einem Film ist man immer nur passiv daran beteiligt, aber bei einem Spiel steuert man den Charakter, nimmt Einfluss auf seine Welt und seine Aktionen und Handlungen können eben auch Folgen haben. Ein angehender Game Designer muss sich auch mit den neuesten Trends beschäftigen. Dieses Jahr gehören sogenannte Virtual Reality Brillen zu den Highlights auf der Gamescom. Zocken mit Rundumblick. Wir durften leider nicht mitgucken. Also es ist sehr interessant, weil es einfach eine Neuerung ist, die man bisher nicht kennt. Also bisher vielleicht große Monitore, um viel zu sehen und sich in der Welt gut reinversetzen zu können, aber das eben in 3D zu sehen, sich auch umschauen zu können, praktisch einen 360-Grad-Monitor zu haben sozusagen. Es ist einfach nochmal was gänzlich anderes. Es ist also praktisch ein völlig neuer Zweig des Gamings, der Gaming-Erfahrung. Bei über 800 Ausstellern weiß Tim gar nicht, wen er zuerst wegen des Praktikums fragen soll. Aber er hat Unterstützung. Sein Hochschulprofessor weiß, wo man hier Kontakte knüpft. Für uns ist die Gamescom eigentlich die wichtigste Woche im Jahr. Also zum einen, weil wir natürlich die aktuellen Entwicklungen im Spielebereich uns immer anschauen können. Aber gerade auch für Studenten, die ein Praktikum suchen, wie Tim, geht es natürlich darum, sehr viele Kontakte hier zu pflegen bzw. neue Kontakte zu kriegen. Und deswegen gibt es im Business Center natürlich auch viele Privatvorführungen, wo ich versuche, dass die Studis dann auch mal mitkommen können, beziehungsweise abends auch die Networking-Partys, die im Prinzip für uns noch wesentlich wichtiger sind. Selbst auf den Partys nach der Messe wartet auf Tim also Arbeit. Aber auch jetzt schon will er die Zeit auf der Gamescom optimal nutzen. Ich gehe jetzt ins Business Area, schaue mich dort noch ein bisschen um, rede mit einigen Firmen, um eben meine Mission zu vervollständigen und einen Praktikumsplatz zu sichern. Vielleicht entwickelt Tim dann ja bald auch solche schrägen Spielfiguren wie das Bindfadenmännchen Jani und kommt als Game Designer ins nächste Level. Na dann viel Glück. Vor dem Kölner Amtsgericht ist ein junger Mann zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte im vergangenen Oktober an der Hogesa-Demonstration in Köln teilgenommen. Diese Veranstaltung war aus dem Ruder gelaufen und der 24-Jährige hatte eifrig mitgemischt. Die hohe Strafe jetzt hat er auch seinem langen Vorstrafenregister zu verdanken.